Ja, auch viele O's und A's und man erkennt da wohl auch die Farbe, die du nur auf Jalan gesetzt hast und den goldenen Schnitt und die Fibonacci, das wird alles erkannt. Auch von Faisul gerade, dem Zeughausmeister. Ja, Stover Regulan würde das Bild gerne kaufen. Ich wollte denen das schenken. Ach so, richtig, du hattest sie ja Ja, ist mitgebracht. gerade. Ja, okay, dann schenkst du es ihnen. Sie sind auf alle Fälle unglaublich begeistert. Wem willst du es schenken? Wem? Wer auch immer da dieses Fest veranstaltet. Eingeladen hat er euch Störrebrand. Naja, ja, dann würde ich das Störrebrand Es soll schenken. ein Ich Geschenk an glaube. das Haus sein, dass es das Haus schmücken da soll. Ich Ja, glaube, also. es der Sultana zu schenken wäre das Angemessenste, weil die ranghöchste hier ist. Okay, ja, ist sie auch. Also für mich ist sie auch adlig, die höchste, richtig? Die höchste anwesende Person. Sie ist Königin, ja. Okay, Oder ja, war dann Königin. muss es wohl der Sultana schenken. Okay. Ja, Ruban ibn Dahmani führt euch dann auch noch einmal durch dieses Haus. Es gibt ja auch tatsächlich ein kleines Museum und er kann hier dann nicht nur vom Riesland berichten, sondern teilweise auch wohl von einigen maraskanischen und auch myranischen Entdeckungen. Ihr könnt da dann einige Teppiche sehen oder ja, es ist sowas wie Seile, die aneinander gebunden sind, geknotet. Und er sagt wohl, dass es eine Knotenschrift ist. Es gibt einige abgeworfene Panzerschalen von Wesen mit vier Armen, mit Krebsscheren und ja, führt euch da so ein bisschen herum, berichtet euch eben von Dingen, erzählt dann auch von seinem unsichtbaren Schwert, von seinem unsichtbaren Säbel, das er wohl bekommen hat auf seinen Reisen, berichtet dann auch von der Riesenpassage, die er entdeckt hat, ist da wohl durch verschiedene Stürme gefahren und hat da dann nicht wirklich gegen Riesen gekämpft, aber die haben sein Schiff mit Steinen beworfen, während er dann versucht hat, mit der Strömung und den Winden zu kämpfen durch diese Passage und ist dann wohl mehrere Male im Riesland. Ja, wirklich gewesen war er nicht, aber hat viele, viele Unternehmungen gemacht. Er erzählt euch auch von seiner Vergangenheit. Also wie gesagt, ist der ganze Abend ist voll gefüllt mit Essen, mit Geschichten, mit Erzählungen. Über Geld spricht man zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, sondern man will euch einfach nur kennenlernen. Redet dann auch sehr gut über Stover, der erzählt ihm wohl ein bisschen was von dem Maraskan-Schmuggel, den die beiden ja, organisiert haben. Es gab wohl ein paar Probleme mit dem Vater oder dem Onkel, dem Opa von Störrebrand, da seid ihr euch nicht ganz sicher. Irgendein anderer Störrebrand hat ihm wohl sehr geschadet, aber Stover hat ihm wohl den Rheingewinn aus dem Marustan, also er nennt es nicht Maraskan, sondern Marustan, aus dem Schmuggel, hat er ihm beigebracht. Und so sind diese beiden Männer zu einem der reichsten der Welt geworden. Oh, wenn das Gespräch auf Maraskan kommt, dann müssen wir natürlich auch sehr ausschmückend die Geschichte von Helmenport erzählen. Helmenport, Oh, das wird sehr natürlich. ausschmücken. Oh, es wird den ganzen Abend geredet. Was wollt ihr über Helmenport erzählen? Helmenport ist ein kleiner Fisch, es wird von der Mine erzählt. Von der Mine? Oh, noch viel besser. Da Kornblötz und hier Resovik Sturmtaucher sind natürlich auch dabei. Die waren zwar nicht in Maraskan selber, aber die können auch nochmal euch unter die Arme greifen und helfen. Was wollt ihr von der Mine erzählen? Wie tief die im Dschungel waren und wie verdorben das Land dort war. Und wie lange wir einsam und verlassen durch die Wildnis uns kämpfen mussten, bis wir endlich da waren. Wir dann Dorkstein und seinem Mendurium-Chor ins Auge geblickt haben. Und dass wir dann panisch weggerannt sind, wird ein wenig unter den Tisch gestellt. War zumindest, wie wir heldenhaft 12 Kilo Mendurium rausgeholt haben. Genau. Die ganzen Heldengeschichten, auch wie Kiaras dann unter anderen Leuten ein Schiff geführt hat, auch das kannst du gerne erzählen. Ja, ich erzähle ein sehr fantastisches Abenteuer von einem Marsch auf den Grund des Meeres und dem Kampf gegen einen Riesenkraken, gegen Schwärme von Haien und Charybdorot, der ich mich mir gestellt habe. Und jetzt meiner Rache an der, ja, nassen Frau. Was hat Ahmad denn in Fasar erlebt? Das ist eine gute Frage. Nicht so viel. Also in Nicht so Fasar viel. nicht, aber dann die dritte Dämonenschlacht, wie du von einem der sieben, ich glaube, es war der dritte gezeichnete, der zu dir kam und sagte, du wirst diese Schlacht überleben. Er hat dir die Hand auf die Schulter gelegt und du hast dann noch sehr, sehr lange diese Schulter nicht mehr gewaschen. Aber naja, gut, du hast den Kampf überlebt, wohl nur durch den dritten gezeichneten.
Ja. Wie sieht das aus mit Eldan? Hat Eldan irgendwelche Geheimnisse erforscht? Wie bist du zu einem wahren Veteran geworden? Das ist jetzt ziemlich peinlich. Ja, also Eldan würde das Gespräch geschickt wieder auf die Arche zurücklenken, weil Eldan hat ziemlich viel gemalt. Ich helfe ihm da mal aus der Patsche. Habe ich schon erzählt, wie ich mit Belharion Menning gefochten habe? Ja, dann kannst du die Geschichte erzählen von dir und deinem guten Freund Ragnar. Auch Titel. Ragnar hat ja so viele unglaubliche Titel, dass du alleine eine halbe Stunde brauchst, um alle Titel von Ragnar aufzuzählen, wie du dann Belharion Menning den Arm abgeschlagen hast. Es ist ein guter Abend. Ihr feiert ausgelassen. Es wird nicht ein einziges Mal über Geld gesprochen, die 10.000 Dukaten, die ihr wohl bekommen sollt. Und wie gesagt, tief in die Nacht, irgendwann um 4, um 5, könnt ihr dann zurück in euer Kontor, beziehungsweise in das Hotel, je nachdem, wo ihr übernachtet. Ja. Ihr habt irgendwann zwischendrin mal gesagt, ich soll nicht über Geld sprechen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, wann sprechen wir über das Geld? Das Geld wird nicht erwähnt. Warum wird das Geld nicht? Wir sind auch extra da gewesen, um das Geld zu erwähnen, dachte ich. Nein, ich sagte euch doch, wahrscheinlich wollen sie sich nun... Sie wollen teilhaben. Diese Männer und Frauen sind keine Abenteurer, so wie wir. Doch sie lieben Geschichten, sie lieben Aufregung. Und Sie rubern den Rieslandfahrer nicht? Ja, einige von ihnen, aber nicht alle. Nun... Sie wollen sich auch damit schmücken, dass sie uns eingeladen haben. Wir sind das Gespräch der Stadt. Das alleine ist sehr viel wert. Mir gefällt das nicht. Ihr solltet lernen, euch zu entspannen. Lernen, nun das zu genießen, was man euch gibt. Das letzte Mal, als ich mich entspannt habe, habe ich ein Auge verloren. Nun, diesmal nicht, oder? Zum Glück. Ihr dürft eine schlechte Erfahrung nicht gleichsetzen mit allen schlechten Erfahrungen und dann die guten Dinge dadurch ausblenden. Vielleicht habt ihr recht. Mir werden diese südländischen Sitten vermutlich trotzdem nie gefallen. Nun gut, morgen gibt es wieder viel Arbeit. Ja, durchaus. Ah, ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Und diese ganzen nordländischen Spezialitäten waren wirklich schmackhaft. Das findet ihr, nordländische Spezialitäten? Nun, es gab hier einiges, was es in meiner Heimat nicht gibt. Wir müssen euch definitiv mal mit nach Festum nehmen. Wobei, vermutlich gibt es dort dieser Tage überhaupt keine Spezialitäten mehr. Nun, wir werden sehen. Aber ja, das Fest hat mich sehr an zu Hause erinnert. Und damit begeben wir uns in eine Pause. Wir schreiben mittlerweile den 8. Fex und ihr kommt nach einer sehr ausgiebigen Nacht. Ihr schlaft natürlich den Abend dann noch in euren eigenen Zimmern, selbstverständlich erholt, auskuriert und beginnt dann am nächsten Morgen, etwas verspätet, euren Tag. Was möchtet ihr tun? Karino? Ja. Ausgenüchtert. Aber natürlich. So viel habe ich nicht getrunken. Ich denke, wir sollten eure Waffe holen gehen. Und danach werde ich noch ein, zwei Worte mit der guten Frau reden müssen. Gut, das können wir tun. Ob sie schon fertig sein wird. Da fällt mir ein. Ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen, aber wir sollten uns noch einmal unterhalten wegen Magister Kohlrab. Was ist mit dir? Ich habe unsere Finanzen mir angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass sie fehlt beim Sold. Das ist richtig. Ist es das? Sie wurde von der Grauen Gilde zur Erforschung der Arche abgestellt. Grau, es war die Grau, oder? Festum ist grau. Und sie ist damit einverstanden, dass sie nun keine Belohnung für ihre ganze Arbeit bekommen?
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir es so ausgehandelt, dass sie, oder zumindest ihre Gilde, das alleinige Publikationsrecht für die, ihr wisst schon, die Erkenntnisse haben. Magische Kleinigkeiten. Nun, mir ist aufgefallen, dass sie nicht die beste Stimmung hat. Vielleicht sollten wir einmal mit ihr reden. Ich denke, es könnte nicht schaden, sie zu entschädigen für all ihre gute Arbeit. Vor allem in Anbetracht der... Ja, doch, in Anbetracht ihrer letzten Errungenschaften denke ich, sie hat es verdient. Und ihre Loyalität ist es wert, denke ich. Sie hatte Verdeiers immerhin gestellt. Genau. Nun gut, wir können mit ihr reden, wenn wir wieder an Bord sind. Sehr gut. Und ihr bekümmert euch heute um eure Seemänner. Auf jeden Fall. Nun, ich werde natürlich darauf achten, dass wir Seemänner finden, die nicht unbedingt nun Weicheier sind. Macht eine bessere Arbeit als der Eferdi. Der hat uns Uktan geliefert und, naja, sonst nicht viel. Na, wenigstens etwas. Für Uktan können wir dankbar sein. Das können wir. Oh, wie wir das können. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ja, während ihr die Tür zu eurem Kontor öffnet, beziehungsweise einmal nach draußen gehen wollt, kann Yalan erkennen, wie sich von Meerseite ein schwarzer Ball aus Rauch auf euch zubewegt. Was ist denn das? Direkt auf euch zurast. Ich dränge Kiaras erstmal wieder zurück ins Kontor rein und mach mich. Was ist denn nun schon wieder los? Irgendwelche Zauberei oder Geschütze. Ja, dann geht's in Deckung. Geht's in Deckung, wenn ich gleich ziemlich dämlich dastehe, wenn er nun zur hier ankommt. Ja, du schmeißt die Tür wieder zu, wirfst dich gegen das Holz, damit das, was auch immer da jetzt gerade dir entgegengeflogen kam, nicht durch das Holz durchbricht. Als Eldern und Ahmad vor euch stehen, gerade die Treppe runtergekommen sind, wo auch immer sie hergekommen sind. Ah, Eldern, gut, kommt herbei. Was ist? Irgendwas fliegt da draußen rum, schaut euch das mal an. Eine Hexe, mein Herr, oder was meint ihr? Ein kleiner schwarzer Ball. Er sah nicht aus wie eine Rotzenkugel. Vielleicht ein kleiner Dämon, der fliegt oder so. Wäre ja nicht das erste Mal. Wie heißen die Go irgendwas? Hat der Raum Fenster? Haben wir oben Fenster im Kontor? Im oberen Kontor, schauen wir uns mal. Moment. Steuerung F. Yalan hat hier gerade die Tür zugeschmissen. Und ihr habt hier oben, ja, nicht wirklich Schießschaden. Es sind kleinere Fenster, die ihr dann mit Holzbalustraden wieder zumachen könntet. Also du könntest dann von oben hier kannst du nicht durchgucken, weil da ist nur so eine kleine Feuerrutsche eingebaut. Wenn irgendwie jemand ganz schnell nach unten muss, dann kann man nicht nur die Treppe nehmen, sondern kann man auch direkt hier zum Einsatzpfahl runter. Aber dieses Fenster kannst du auf alle Fälle aufmachen. Ach, Beide, ja, während er da nach oben läuft, da seinen Rondra-Kamm am Rücken nehmen. Einfach mal die Tür aufmachen. Diese hier? Die Yalan gerade zugeschmissen hat, ja. Ja, okay. Hier steht er gerade mit dem Rücken vor. Vor beiden Toren, die ungefähr so groß. Ja, vor dem einen Tor. Ja, stell ich mich halt hier hin. Willst du oft auftreten, oder? Ja, wenn's cooler ist, mal trete ich sie natürlich auch gerne auf. Cooler okay. Ist Toren. Ja, Sinnschärfeprobe. Schwert um 7. Das ist blöd. Ja, nicht mal ohne Erschwänz geschafft. Ja, du hast keine Ahnung, was passiert ist. Die Sonne blendet dich ein bisschen und du bekommst nichts mit. Ist doch gar nichts. Was seht ihr? Nix, hier ist nix. Ich komme dann auch mal mit der Waffe in der Hand rum. Blick nochmal nach oben, nochmal nach unten, nochmal nach oben. Ja, Eltern, von dir eine Magiekundeprobe. Ja. Warte. Sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Ja, ich habe dir was geschrieben. Weiß ich, ob die gefährlich sind oder haben sie tatsächlich nur die Funktion, die ich mir... Ja, genau, sie tun das, was da steht.
Okay, ja, dann laufe ich jetzt nach unten, schau die anderen an. Es ist ein Botenvogel, ein Nunito Volo? Ein Nunzio Volo. Nunzio Volo. Nunzio Volo, Alter. Moment, erinnere ich mich auch dran. Das war, als wir in den Trollzacken waren. Da hieß es auch von so einem Ding, man bringt wohl Nachrichten. Ein Botenvogel, ja, mein Herr. Ja, Ahmad steht also gerade mit seinen Plattenpanzerstiefeln auf einem Brief. Oh, cool. Euer Gnaden, ihr habt da was. Ja, ich würde meinen Fuß runtersetzen und den Brief aufheben. Steht da irgendwas drauf? Ja, ist gefaltet, schlechte Qualität, ein bisschen vergilbt und riecht nach Arche. Das, ja, könnte entweder für mich oder für den Kapitän sein. Ich lese mal, was drin steht. Es ist ein Brief, der nicht signiert worden ist. Vielleicht ein Verräter an Bord. Archenkäfer angeklebt, Komma, Waffen von Bord geschmissen, Komma, Drillseile der Rotzen durchtrennt. Ja. Wird man an Jalan weitergegeben. Der liest das reichlich entsetzt. Geht es dann an Kiaras weiter? Ja, ich reibe mir die Schläfen. Ernsthaft. Ja, wir brauchen definitiv jemanden, der eine Seelenprüfung an der gesamten Mannschaft durchführt. Gut. Das wird einige Zeit dauern. Und seht alle zu, dass ihr euer Zeug auf die Reihe kriegt. Ja. Und wir brauchen härtere Strafen für Ungehorsam. Ja, Oakland kann sich schon mal die Peitsche aufwärmen. Gut, Kiaras, besorgt mir Seemänner. Pull nochmal da rein. Pockum! Sieh zu, dass bis mittags die Karre abfahrbereit ist. Der Kahn! Aber nur einmalig. Dann ist das halt so. Moment, einmalig, den kann man reparieren, ja? Ja schon, aber da brauche ich Zeit für. Zwei Wochen. Ja, ich musste gestern diesen Bilderrahmen sägen. Willst du mich verarschen? Götterverfluchte. Kiaras, was tun wir? Wir könnten mit einem anderen Boot zur Arche fahren und dieses hier lassen. Kostet uns dann aber wieder. Wir reden mit unseren neuen Verbindungen. Lassen Gut. uns das Geld, das wir von ihnen sowieso bekommen, Naturalien auszahlen. Nun, wir müssen ja kein Schiff Falle kaufen. In einem Schiff. Ich denke, ein einfaches Fischerboot wird reichen, die Küste hinaufzufahren, oder nicht? Wir können noch laufen, aber das würde dauern. Das stimmt. Wir kommen zur Arche, Mann. Aber wir können nicht den ganzen Tag von Kuntium zur Arche und hin und her. Deswegen besorgen wir jetzt unseren Blödsinn, damit wir da nur einmal fahren müssen. Es wäre praktisch, wenn wir die Zeit aufwenden könnten, das Schiff komplett zu reparieren. Hätten wir zufälligerweise einen guten Schmied hier? Doch, da gehen wir genau jetzt hin. Ah, wunderbar, da komme ich ja gleich mit. Gut. Ja, ihr habt ja eure Waffe weggegeben. Richtig. Vielleicht nicht das Schlauste, aber nun gut. Was ist denn nun mit unserem Vorhaben, einen Priot für das Schiff zu akquirieren? Da kümmere ich mich drum, zusammen mit den Söldnern. Oder könnt ihr das tun? Wir werden mein Möglichstes tun. Richtet seine Hochwürden mein Bedauern aus, dass ich nicht selbst vorstellig werden kann. Natürlich. Weiß er von unserer Mission? Oder von der Beschaffenheit des Schiffes? Sagt es ihm. Verstanden. Ja, dann geht ihr mit Ahmad, Kiaras und Jalan zur Jaira al-Azim. Okay, ihr erreicht es und Jaira ist mit selbstverständlich mit dem Rapier auch schon fertig und kann sie euch dann überreichen. Beziehungsweise Kiaras. Ah, vielen Dank. Eine ausgezeichnete Arbeit, wie eigentlich jede meiner Waffen. Dessen bin ich mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, sie wird schon bald getestet werden. Davon gehe ich aus. Konrad zum Gruße.
Rondra, zum Gruß, eure Gnaden. Mein Name ist Ahmad Khada al-Bakra Nasreddin. Ich würde gerne eine Waffe erstehen. Erinnere mich an euch. Ihr wart dabei, als Jalan Greifenmund Blutschluck hier aufsuchte. Er hatte von euch erzählt. Ah, ich erinnere mich jetzt auch. Ihr wart diejenige, die Jalan in die Schranken blieb. Das ist richtig. Nun, es ergibt sich, dass ich mit meinem alten Säbel einen Kapitän einer Arche getötet habe. Kurz darauf die Sultana von Kulchom, die alte Sultana von Kulchom getroffen habe, die jetzt an ihre Nichte ihr Erbe bereits frühzeitig abgetreten hat. Nein, du hattest die Probe geschafft, die Sultana von Aranien, nicht von Kulchom. Die Sultana von Aranien getroffen, die jetzt ihr Erbe abgetreten hat. Und nun, ich hatte ja als mein Geschenk die Waffe übergeben, mit der ich den Archenkapitän tötete. Ich finde, das ist ein angemessenes Geschenk für die Sultana von Aranien. Nun ergibt sich allerdings, dass ich um weitere Dämonen und anderes götterlästiges Zeug zu besiegen, weitere Waffen brauche, die mich in diesem Tun unterstützen. An was habt ihr gedacht? Eine Anderthalbhände? Ich habe meinen Rondra-Kamm. Ich bräuchte einen Doppelkunchoma. Einen Doppelkunchoma? Eine elegante Waffe. Das denke ich auch. Effizient, schnell Feinde auszuschalten. Das kann ich für euch tun. Ich müsste euch vorher mal vermessen, aber für einen Held der Stadt... Ich habe keine Zeit. Ich werde heute Nachmittag bereits ablegen müssen. Vielleicht fertige Ware hier. Ich führe keine fertigen Waffen, nein. Jeder einzelne ist ein Meisterstück, die ich nur anfertige für Personen, die ich vorher vermessen habe. Allerdings könnt ihr hier selbstverständlich andere Waffen erstehen. Nicht bei mir, aber bei meinen Kollegen. Sie deutet mal auf zwei, drei verschiedene offene Schmieden, die hier in diesem Schmiedeviertel auch stehen. Du kannst da auch wohl klopfen sehen, wie sie da gerade auch arbeiten. Habt ihr eine Empfehlung? Die Werke von meinem Freund Seshabat sind ganz interessant, möchte ich sagen. Er ist Seshabat ibn Nasir. Er ist Experte für den Kunchoma und den Doppelkunchoma. Wunderbar, wo kann ich ihn denn finden? Und dort die Straße runter. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, und mit den Worten würde ich dann auch da die Straße runtergehen. Zurück bleibt Jana. Jaira? Ja, was kann ich für euch tun? Bin einmal mehr gekommen, um euch um ein Schwert zu bitten. Nun, ich habe euch einen exzellenten Streitkeulmann gefertigt, der sogar in der Lage dazu ist, Archen zu vernichten. Warum braucht ihr also ein weiteres Schwert? Streitkolben nun einmal eine grobe Waffe ist, mit der man nicht gut fechten kann. Nächstes Mal, wenn ich einen Paktierer in die Augen sehe, möchte ich ihn auch besiegen können. Nun, dann solltet ihr euch vielleicht beim nächsten Mal überlegen, mit welcher Bitte ihr zu mir kommt. Ich fertige Waffen an, nicht für jeden, aber wenn ich mich einmal dazu entscheide, eine Waffe zu schmieden, dann ist dies einzigartig. Ihr seht nicht besonders glücklich aus. Das bin ich nicht. Wann habe ich das letzte Mal für euch eine Waffe gefertigt? Vor 2 Monaten? Vor 2 Monaten. Kommt ihr in 2 Monaten wieder, um mich um eine dritte Waffe zu bitten? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Hättet ihr vor 2 Monaten gedacht, dass ihr mich ein weiteres Mal aufsuchen müsst? Nein. Wie könnt ihr dann sagen, dass ihr vermutlich nicht mich wieder aufsuchen werdet? Weil ich vermutlich nicht noch einmal den Fehler begehen werde, ein Schwert einem Karakil in den Hals zu stecken. Natürlich steht es auch zu vermuten, dass ein solches Meisterstück sich von so etwas nicht vollständig auflöst. Meine Waffen nicht, nein. Eure Waffen nicht.
Aber ich hörte, dass ich habe einen, sagen wir, Freund in Gareth sitzen. Vielleicht möchte Thorn euch einige Waffen schmieden. Ich tue es nicht mehr. Bittet ihn doch um so etwas wie ein anderthalb Händler. Dann werde ich das wohl tun. Wenn ich eines Tages ihn den Heptarchen in die Herzen treibe, wird es eben sein Name sein, der darauf steht. Wisst ihr, so viele Schwerter von mir wurden bereits an Feinde von Kunchum gestochen, da kommt es auf den einen oder anderen nicht mehr an. Wenn ihr das so seht, sind wir hier wohl fertig. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Klinge, Kiaras. Hab vielen Dank, das werde ich sicher haben. Da, Dan wird rausmarschiert. Ahmad besorgt sich seinen Doppelkunchhomer von der Stange. Ja. Ja, kannst du die dann organisieren. Ist dann natürlich nicht irgendwie personalisiert oder besser geschmiedet, sondern ein stinknormaler. Ja, ganz normaler Doppelkunchhomer. Und dann gehe ich wieder zum Effa-Tempel. Möchtest du den wieder weinen lassen? Ja, klar. Aha. Ja, für eine Spende von 20 Dukaten kannst du da auch eine Weihe bekommen. 20 Dukaten? Beziehungsweise... Ist das nicht Spende genug, dass ich die Dämonen abschlachte, die die blutige See unsicher machen? Nein. Ja, eine Spende gibst du doch sehr freiwillig. Nicht 20 Dukaten? Doch. Die gebe ich. Ich habe keine 20 Dukaten für die übrig. Die gebe ich vielleicht der Rondra-Kirche, aber doch nicht denen. Dann gibt's auch keine Weihe. Dann gibt's die Weihe von Rondra. Also, wir können das hier nochmal diskutieren, Herr Effertgeweihte, aber. Frau Effertgeweihte hin. Frau Effertgeweihte. Aschebis Sabaperiman. Ja, also 20 Dukaten, es ist natürlich nichts, was sie haben will, aber das ist was ich jetzt von vom Spielleiter haben will. Eine OT-Spende von 20 Dukaten, und dann wird sie das auch machen. Gib ihr 10. Da wird jetzt nicht verhandelt. Ich als Spielleiter will 20 Dukaten haben und dann weiht sie dir diese Waffe. Ich will 44 Dukaten, kann ich nicht. Dann bitte, dann ist das. Das ist ein Ding von Yalan und du sollst dich dann da um eine Gehaltserhöhung bitten. 19 Dukaten kann ich geben. Jetzt hör auf hier zu feilschen. Nee, ich kann nicht verhandeln, ich habe nur 44 Dukaten. Dann gib doch die 20 aus. Nein, kann ich nicht. 25 Dukaten kostet der Doppelkunchhomer. Dann handel mit dem Kunchhomer-Verkäufer. Also. Okay, also bist du danach blank? Danach bin ich blank, ja. Okay, 19 Dukaten, dann hast du jetzt auch nichts mehr. Dann hast du jetzt einen Doppelkunchhomer, der nicht spezialisiert ist und hat eine Effort-Segnung drauf. Wie sieht das Effort, wenn man in die Opferschale reinspuckt? Das war's dann mit der Weihe. Willst du ersaufen? Ich meine, was soll denn die Scheiße hier? 20 Dukaten für eine Weihe, Alter. Jetzt lass es gut sein. Das ist was du freiwillig gibst. Okay, wir machen weiter mit Eldan. Ja, wenn du dann mit dem Bryos Geweihten sprichst, er kann dir keine Geweihte geben. Das ist jetzt nichts, was er irgendwie aus dem Hut zaubern kann. Das dauert, da kannst du ein paar Dinge ausfüllen und drum bitten und irgendwann wird sich vielleicht ein Wanderpriester dazu entschließen, euch zu begleiten, aber er kann dir jetzt nicht einfach irgendeinen Bryos Geweihten aus dem Ärmel zaubern. Pragmobane! Ja, wenn er mir, also da ich davon ausgehe, dass er mir die Wahrheit sagt, wer der Preisgeweihte ist, würde ich ihn ansehen, die Sachen ausführen und ihm danken. Okay. Ich gehe fest davon aus, dass er mir die volle Wahrheit sagt. Ja, klar. Ja, hätte er denn vielleicht jemanden, den man an sich überzeugen könnte, vielleicht ein Wanderpriester, der gerade sich in der Stadt befindet?